Ich zeige euch jetzt, wie ihr diese schönen Wedding Wands basteln könnt. Das ist eine schöne Tradition, die wir jetzt für unsere Hochzeit gefunden haben, weil wir nämlich in der Location, wo wir sind, keine Blüten werfen dürfen oder Reis oder Konfetti, also alles, was man so wirft nach der Trauung, dürfen wir nicht werfen. Deshalb haben wir diese Wedding Wands, die sind dann besonders schön und die kann man auch nach der Trauung als Gastgeschenk zum Beispiel auch mitgeben. Was ihr dafür braucht, ist einmal ein Holzstäbchen. Ihr braucht auch ein schönes Bändchen, so ein richtiger Hingucker. Und ich habe auch noch ein ganz dünnes Bändchen dazu. Das fand ich, sah so in der Kombination eigentlich ganz schön aus, weil es nicht ganz so strahlend weiß ist alles, sondern so eine Kombi aus Gold und Creme und Weiß. Dann braucht ihr natürlich ein Glöckchen, damit das auch klimpert. Eine Schere und eine Heißklebepistole. Oh, das Konfetti weggelacht. Als erstes nehme ich mir mein Stäbchen und das schöne Band, also das, beide Bänder sind natürlich wunderschön, aber das Besondere, sag ich mal, das mit den goldenen Pünktchen, und werde das quasi hier einmal drum kleben. Wie ihr das macht, ist so ein bisschen natürlich euch überlassen. Ich habe aber für mich herausgefunden, dass es am besten mit Heißkleberpistole funktioniert. Dann nehmt ihr euch so ein Bändchen, also eins von den dünnen. Und das habe ich jetzt ungefähr einen Meter lang, das Bändchen. Also damit ihr seht, wenn ich es falte, ist es ein bisschen länger als das Stäbchen. Und deshalb finde ich eigentlich, dass es ganz gut aussieht, wenn hier unten noch ein bisschen was drüber hängt. Und es ist ein bisschen länger als das schöne Band mit den goldenen Pünktchen. Das hier wickel ich jetzt einmal drum und mache einen Knoten. Ich werde aber darauf achten, dass ich hier erstmal mein Glöckchen durchfädel. Und dann werde ich das Ganze mit einem Knoten unten befestigen. So, und wenn ihr das hier unten angeknotet habt, dann habt ihr eigentlich auch schon das fertige Glückstäbchen. Und was ihr jetzt noch machen könntet, um das Ganze nochmal zu personalisieren, ist so einen kleinen Sticker, wie ich hier oben drauf habe. Dafür habe ich mir einfach ein Stickerpapier genommen und dann könnt ihr eure Botschaft hier drauf schreiben. Ihr könnt das zum Beispiel mit einem Lineal erstmal ein bisschen einteilen, damit ihr auf jeden Fall wisst, dass das Ganze nicht zu dick wird. Und dann schreibt ihr auf die rechte Hälfte das Wort. Wenn ihr das so zugeschnitten habt, dann könnt ihr euch einfach euer Stäbchen nehmen, was wir ja gerade gebastelt haben. Und dann legt ihr das einmal drumherum. Nehmt natürlich vorher die Rückseite des Klebepapiers ab. Legt das einmal mittig drumherum und klebt das dann zusammen. Dann sieht das Ganze so aus. Was ich dann auch sehr schön finde, ist, wenn man hier so eine kleine Ecke reinschneidet, damit es nochmal ein bisschen so eine Verzierung hat. Das geht ganz einfach, indem ihr hier einen Schnitt reinmacht und auf der anderen Seite genau dasselbe. Und dann habt ihr ein Dreieck rausgeschnitten. So sieht das fertige Ergebnis aus. Ich hoffe, das hat euch gefallen, dass ihr es nachmachen könnt. Wenn ja, dann schickt uns doch gerne ein Foto. Wir freuen uns darüber und habt ganz viel Spaß beim Basteln.